Liebe Leute, herzlich willkommen zu einem Let's Test Nom Nom Apocalypse. Es ist ein Top-Down-Roguelike-Shooter mit einem Koop, wie man hier schon sieht. Und ja, wir gucken uns einfach kurz die Story an. Beziehungsweise es gibt vier verschiedene Charaktere. Ich habe eben einmal den Bagger getestet, der ist ganz witzig, weil man Lebenspunkte durch die Messerwerfattacken wieder erhält. Aber heute gehen wir mit dem Lieferjungen, denn der ist mir sympathisch. So, und die Story ist wie folgt. Übrigens nicht wundern, dass das gerade nur auf dem rechten Ohr ist. Ich werde für euch das auf Stereo genau jetzt schalten, damit ihr das auf Stereo habt. Auf jeden Fall, in der Story geht es darum, dass anscheinend eine Mikrowelle explodiert und dadurch grüner Schleim überall ist. Und jetzt ist es so ein bisschen wie wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen. Und überall das ganze Essen, die ganzen Muffins haben plötzlich Gesichter und wollen die Menschen auffressen. Und das ist alles ganz böse. Und sie verwandeln sich, wenn sie im Essen der Menschen essen. Heftiger Scheiß. Und je nachdem, was sie essen, verwandeln sie sich in andere Monster. Aber ein Glück hat die Stadt vier Helden auserkoren, die später auch noch mehr werden, um die Bösewichte aufzuhalten. Ja, also es ist ein ganz normaler Roguelike. Das heißt, man läuft hier so rum. Man kann es vielleicht vergleichen mit Isaac, aber wohl eher mit Nuclear Throne. Heißt, man läuft rum, man sammelt Waffen ein. Es gibt auch Perks, die man sich später noch kaufen kann. Die sind dann, glaube ich, permanent. Man hat auch eine Ausweichrolle, genauso wie bei Nuclear Throne. Ja, und dann laufen hier andauernd komische Gegner rum, die man dann abschneiden muss. Und wir haben jetzt einen tollen Charakter, dass wenn man genug Gegner getötet hat und eine tolle Killstreak hat, jetzt haben wir zum Beispiel eine Killstreak von 3, jetzt sammeln wir mehr Fett ein. Dazu komme ich gleich. Und genauso wie bei Nuclear Throne, wie gesagt, kann man hier auch neue Waffen sich holen und die dann auswechseln. Jetzt haben wir zum Beispiel eine Schrotflinte. Und man kann hier auch die Autos und so kaputt machen. Ja, ja. Soweit so normal. Und wenn man genug Leute getötet hat, dann kriegt man nämlich eine Spezialkraft. Und die kann ich euch jetzt mal zeigen. Und die Spezialkraft von dem... Okay. Die Spezialkraft von dem Lieferjungen ist einfach nur, dass er schneller ist. Das ist ja lame. Der Koch hatte nämlich, als ich das eben kurz ausprobiert hatte, der hatte die Spezialfähigkeit, dass er so einen riesigen Teigrollteil hatte und damit die ganze Zeit geschlagen hat. Und die Fähigkeit fand ich irgendwie besser als jetzt vom Lieferjungen. Na gut, ist in Ordnung. Ansonsten kann man hier halt noch mit LB ein geiles Messer werfen, damit man die Gegner auch von weiter weg trifft. Also, naja, von weiter weg ist jetzt die falsche Beschreibung dafür, weil man schießt ja auch so die ganze Zeit. Aber das Messer hat man zumindest unendlich und die anderen Waffen, wie ihr oben links seht, haben Munition. Und mit den Messern kann man halt auch, wenn man will, Munition wieder einsammeln oder alles Mögliche, was einfach zu weit weg ist. Auch ganz praktisch. Dann gibt es ja noch so komische Automaten, wo man seine Leben auffüllen kann oder aber Munition kaufen kann. Und in der ganzen Welt gibt es so komische Fallen. Hier sind zum Beispiel ganz viele Mausefallen. Und wenn man da reinläuft, dann verliert man halt Leben. Oder aber hier dieser Ölfilm. Wenn du darüber gehst, dann schleuderst du halt auch sonst wohin. Und dann am besten noch in so eine Falle rein. Komm, ich zeig's euch einmal. Hui! Ja, Falle! Noch eine Falle! Aua! Oh, die tun ja richtig doll weh. Und es gibt natürlich auch Bosse. Guck mal hier, wir haben einen... Wie viele Augen hat der? Wie viele Augen hast du denn? 5, 6. 6 Augen. Ja. Einen 6-äugigen Muffin haben wir hier, der kleine Muffinstücke nach uns schießt. Ist das nicht wunderschön? Ja, also ganz normal halt roguelike etc. Und man kann halt noch Perks freischalten. Und ich weiß aber erstens nicht, wie viele es davon gibt. Es gibt halt auch noch mehrere Charaktere, wie wir ganz am Anfang gesehen haben. Und der ist aber schon weg. Ohne einen lauten Knall oder sonst was. Einfach weg. Schade. Ja, soviel zu den Grundlagen. Und jetzt geht das Spiel erst richtig los. Ich bin gespannt, weil im Tutorial kann man leider noch keine Perks kaufen, warum auch immer. Ich vermute, die Perks bleiben aber auf jeden Fall für immer da, weil es halt nur ein Roguelite ist und kein Roguelike. Da ist ja großer Unterschied, Leute, zwischen Roguelite und Like. Bei Roguelite, wer das nämlich noch nicht weiß, da bleiben die Perks immer da. Und beim Roguelike, da ist halt ein Tod, ein Permatod. Und man muss immer von neu anfangen, sowas wie Isaac. Jetzt hättest du zum Beispiel auch ein Roguelite, weil da die Runen, die man immer wieder bekommt, die verbessern einen ja auch und die behält man aber auch. Über dem One hinweg. Von dem her ist aber Isaac vielleicht auch fast ein Roguelite. Weil die Items, die man da natürlich freischaltet, die kann man dann in einem neuen One wieder finden und die sind ja unter Umständen gar nicht so schlecht. Man, diese komische Fässer hier ab. Oh, die kann man tatsächlich abknallen. Das ist ja mega nice. Okay, und das war anscheinend gar kein richtiger Boss, dieser komische Muffin, sondern das sind so kleine Mini-Bosse oder einfach nur größere Gegner, die hier ab und zu mal auftauchen. In diesem Fall sind es große mutierte Pommes-Tüten. Da habe ich auch nichts gegen. Oh Mann, hier kriegt man voll Hunger, wenn man das Spiel spielt. Was ist das denn? Lol, was bist du denn für ein Viech? Hä, ist das ein Burrito? Das finde ich ja mega nice.
Der sah witzig aus. Ja, und immer wenn man Level beendet hat hier, so einen Raum, dann kriegt man hier noch so eine schöne Flagge. Was sind das für komische Viecher? Ich kriege auf jeden Fall gerade mega viele Errungenschaften, weil ich der beste Spieler aller Zeiten bin. Ja, es gibt hier einfach Onigiri-Fledermäuse. Oh mein Gott, ich liebe dieses Spiel. In Chinatown gibt es Onigiri-Fledermäuse. Also vom Design her sind die auf jeden Fall mega nice. Die Monster. Eine neue Waffe. Ein Bonbonblitzer. Klar. Oha, die ist ja noch schneller. Leute, da kommen sogar richtige Bonbons raus, wenn man sie verschießt. Das ist ja witzig. Hat aber nicht so viel Munition. Die probieren wir doch gleich mal aus. Was kann die denn so gegen so einen riesen Dingsbums? Okay, verschießt immer so 3 Schüsse auf einmal. Ist quasi eine Halbautomatik. War jetzt aber recht stark dagegen, oder? Gegen diesen komischen Miniboss. Ist der komische Burger genauso schnell weg? Nur die Burger halten anscheinend mehr aus. Das sind ja die Tanks der Essensreste. Aha, guck mal, hier kann man auch noch an den Automaten neue Waffen kaufen. Ein Szechuan-Spalter. Why not? Nehm ich. Nehm ich. Ah, danke. Das sieht aus wie so ein Ketchup- und Mayo-Schießer. Ah ja. Okay, kann man auf jeden Fall spammen. So, wo jetzt hier so viele Automaten rumstanden, müsste ja jetzt irgendwie mal der Boss kommen, oder? Okay, hier sind auf jeden Fall schon mal größere Gegner. Die Waffe gefällt mir aber. Da muss man nicht so genau zielen. Au, oh mein Gott, okay. Okay, ich habe fast keine Leben mehr. Der hat ein bisschen viel abgezogen gerade. Diese komische Explosion. Hallo, lässt du mich bitte in Ruhe? Oh nee, das gefällt mir gerade gar nicht. Und wieso kamen überhaupt so viele komische Burger aus dem Portal raus? Das war knappi. Okay, ich muss auf jeden Fall Leben mir holen. Was, man kriegt nur so wenig Leben dazu? Okay. Und wir brauchen das Geld halt auch für unsere Perks, die man später kaufen kann. Okay, das sieht mir jetzt aber aus, als wenn hier gleich der Boss kommt. Hier ist erstens so ein Kronviech auf dem Boden. Und hier gibt es nochmal alle 3 Automaten. Damit man auch ja weiß oder gut vorbereitet ist, dass hier gleich ein Boss kommt. Oh mein Gott, was bist du für ein Viech? Ein Speckozilla. Okay, du Speckozilla. Du kannst gar nichts. Ich werde dich vernichten. Ich habe meine Superfähigkeit. Hui! Wenn ich so schnell bin, kannst du gar nichts machen. Okay, wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass uns keine Explosion trifft. Das ist jetzt ein richtiger Boss. Der hat nämlich auch eine Lebensanzeige unten. Sieht ein bisschen aus, oh Gott, wie eine Spinne, nicht wahr? Oh nö, ich bin doch hier. Hallo, ich bin hier voll eingesperrt. Das ist uncool. Aber was? What the fuck? Hä? Habe ich das Spiel kaputt gemacht? Was war das denn gerade? Okay, keine Ahnung, warum wir plötzlich alles da rausgeknuddelt haben. Ich glaube, ich hab gescheatet oder so. I don't know, Leute. Hier war irgendwas gerade richtig komisch. Das hat sich auch nicht richtig angehört. Und ich glaube nicht, dass unsere Spezialfähigkeit das so gemacht hat. Okay, das war gerade super weird. Was bist du für ein Viech? Sieht aus wie ein Popcorn, dem Arme gewachsen sind. Okay, das war sehr weird. Was kriegen wir dafür? Ein Creamer? Ach, man kann immer nur 3 Waffen auf einmal haben. Ja, der Creamer creamt halt so rum, ne? Okay, aber das war gerade sehr merkwürdig. Was ist da gerade passiert? Naja, Downtown erledigt. Es gibt 5 Ebenen, oder was? Pro One. Und wir können jetzt neue Perks kaufen. Dann gehen wir doch einfach mal in den Perkshop und holen uns... Was gibt's denn so? Es gibt ein Laservisier. Es steht nicht bei, was es macht. Ach doch, ja, es gibt halt ein Laservisier, ne? Damit man weiß, wo man hinschießt. Ein listiger Schlawiner. Gesunde Angewohnheit. Zuckerrausch. Vollfressen. Radfahrenschild. Blockt Geschossangriffe von hinten ab. Okay. Das haben sie sich, glaube ich, auch wo abgeschaut. Pausengeld. Espresso. Schneller bewegen. Burgerwendler. Weniger Schaden. Und voller Bauch. Aber wir haben leider so fast gar kein Geld. Deswegen, glaube ich, nehme ich Zuckerrausch. Weil da so ein witziger kleiner Kirby drauf ist. Wir könnten noch eine Perk kaufen, aber wir haben kein Geld dafür. Man kann anscheinend immer 3 Perks pro Ebene ausrüsten. So, was geht hier jetzt ab? Jetzt sind wir plötzlich in der Kanalisation. Und hier sind auch ganz merkwürdige Gegner. Was ist das für ein Essen? Wer ist denn so? Ach, ist das Pudding? Ist das so ein Gollum-Pudding? Und was bist du? Ich würde gern wissen, was es ist. Ja, ich glaube, die haben so einen Löffel drin. Ja, ja, das wird hier schon Pudding sein. Aber was sollt ihr darstellen? Warte, bevor ich euch vernichte. Da, da ist unser Boost. Ja, Regenbogen-Attack. Das gefällt mir sehr gut. Okay. Die könnten halt irgendwelche Chips sein oder sowas. Nein, Pizzastückchen sind das. Die sind so komisch belegt. Ich glaube, das soll eine Pizzaschlange darstellen oder sowas. Alter, dieser komische Strahl ist auf jeden Fall auch mega stark. Man braucht natürlich auch mega viel Munition, wenn man sie dann einmal benutzt. Aber super stark. Oh mein Gott, ich habe keine Munition mehr. Und mich verfolgt ein... Eine Dose voller Hilfe, voller Bohnen. Ja. Und hier gibt es komische Hindernisse, die ab und zu auf und zu gehen. Hier diese Dinger. Ich weiß nicht genau wann, ob die jetzt nur hochgehen, wenn man drüber geht. Nee, ich glaube, das ist einfach mit der Zeit. Und ich habe halt gar keine Muni mehr. Ich habe nur noch meinen komischen Spucker, der natürlich mega stark ist. Ja, aber hat halt auch gar keine Muni mehr. Ich brauche dringend Munition.
Nein, ich bin hier runtergefallen. Oh mein Gott, wie komme ich denn hier wieder hoch? Wehe, hier kommt gleich ein Zug oder sowas. Oh nein. Hallo? Das erinnert mega an Gangbeasts. Jetzt müsste hier gleich ein Zug kommen und alles ist tot. Gut, aber Munition... Management ist dann anscheinend sehr wichtig in diesem Spiel. Wenn ich das so sehe... Ich mache halt gar kein Damage mehr. Was ist hier los? Hä? Was ist hier los? Oh, was bist du denn für ein Viech? Digga, was sind das für Viecher alles? Aber es gibt... Ich finde es sehr gut, dass es hier so viele verschiedene Viecher gibt. Wir sehen auch alle super nice aus soweit. Oh, was ist das schon wieder? Eine Gabelarmbrust? Okay, die hat gar keine Muni. Aber ist sehr schnell und macht wahrscheinlich auch sehr viel Damage. Ja, komm, wir nehmen die Armbrust mit und probieren sie gleich mal aus. Hier, One-Shot. Zack, alles One-Shot mit der Waffe. Na gut, die Pizza-Schlangen anscheinend nicht. Aber es gibt hier Spaghetti-Monster. Na, ob die Spaghetti-Monster auch One-Hits sind? Spaghetti-Monster, die machen so witzige Geräusche, wenn sie sterben. Nee, wenn sie schießen. Die Spaghetti-Monster machen witzige Geräusche, wenn sie schießen. Die machen so Miu, Miu. Ja, mega, mega knuffig. Ja, ihr seid süß. Spürt mal den Sahnestrahl. Das schmeckt bestimmt ganz gut. Spaghetti mit Sahne. Okay, ich finde die Armbrust aber doch nicht so geil. Ich bleib beim Ketchup-Spritzer. Oh, das sind auch japanische Dinger. Da ist immer so Fleisch drin in diesen Dingern. Ich habe leider den Namen von denen vergessen. Die schmecken aber auch mega gut, Leute. Und hier gibt es einen Chili-Zerspaner. Ja klar, ich muss jede Waffe kaufen, Leute. Oh ja. Oh, okay. Ja, doch, das gefällt mir. Oh, die Waffe verbrennt die Gegner. Wenn man die Gegner damit mal trifft. Dann brennen die und kriegen so einen Dot quasi. Das ist ja mega gut. Dafür kann man sie aber nicht spammen. Die schießt immer so komische Salven ab. Und dann muss man leider wieder nachladen. Und das Doofe ist, man kann die Feuertaste nicht permanent gedrückt halten. Aber ich glaube, unser Perk ist mega gut, den wir da ausgerüstet haben. Von wegen schneller sein, wenn wir ein paar Monster getötet haben. Wenn wir da eine Kills weg haben. Ist auf jeden Fall sehr praktisch. Das heißt, wir haben quasi unsere Special-Fähigkeit die ganze Zeit. Oh mein Gott! Es ist der Nudelgora. Jetzt frage ich mich, ob der Boss immer derselbe ist. Guck mal, der brennt auch gar nicht. Das ist ja super doof jetzt. Okay, dann nutzen wir jetzt unsere OP-Waffe. Das ist doch nicht normal. Ich glaube, diese Waffe ist kaputt. Beim Boss dreht die einfach völlig am Rad. Aber nur beim Boss. Und diesmal habe ich nicht mal meine Spezialfähigkeit eingesetzt. Okay, wir haben die Nudelbox vernichtet. I'm sorry. Diese Waffe. Huch. Hä, die Waffe ist einfach verschwunden. Hä, ich wollte die aufheben. Hallo? Ach man, die Bosse wären bestimmt voll interessant und ganz toll. Aber ich habe einfach eine OP-Waffe. Oh, ein neuer Foodfighter. Den Sushi-Meister haben wir jetzt freigeschalten. Oh, guck mal, hier sind sogar ein paar neue Perks dazugekommen. Zum Beispiel Turbo-Nachschub beim Nachladen schneller bewegen. Oder die beißenden Zähne. Den Bahnbrecher, der bei einer Ausweichrolle eine Feuerspur erzeugt. Also mehr, hier gibt es auf jeden Fall neue Sachen. Gut, dann nehmen wir mal mit, dass wir mehr Munition tragen können, weil das ist gerade irgendwie das Schwierigste, mit dem Munition auszukommen. Und ab in Welt 3. Welche da wäre? Ein Einkaufszentrum? Vermute ich mal. Noch so ein japanischer Pudding. Hä? Alles ist hier japanisch. Kommt dieses Spiel etwa aus Japan? Oder hat Japan einfach die geilsten Süßigkeiten der Welt? Das kann natürlich auch sein. Puyo Puyo! Puyo Puyo! Ich finde witzig, wie sie sich immer klein machen, um ihre Muni aufzuladen. Und dann werden sie wieder groß. Und spucken dich an. Sehr süß. Oh, ein Geburtstagskuchenhai. Nee, das sind diese komischen Kekse, oder? Es gibt doch auch so, ich weiß ja alles nicht, wie die heißen hier. Macrons oder sowas? Sehen die nicht so aus, die Dinger aus Frankreich? Ich glaube schon. Die haben einfach alle Süßigkeiten der Welt genommen. Aber die Designs sind so geil irgendwie. Und was sollen die darstellen? Oh, es gibt so kleine Törtchen. Ja, nice. Ah, hier, das sind diese, auch aus Frankreich, oder? Diese komischen Schoko-Dinger. Leider absolut keine Ahnung, wie die heißen. Die sind aber auch so weich. Und innen drin ist halt irgendwie mit Schokolade gefüllt. Oder die gibt es bestimmt auch mit anderen Sachen gefüllt. Und mega kalorienreich. Wenn ihr wisst, wie die heißen, dann bitte mal sagen. Puh, wieso sind hier Viecher eingeeist? Oh mein Gott. Wow, gibt es auf jeden Fall eine neue Waffe. Keine Ahnung, warum diese Waffe manchmal so ausrastet. Das hört sich aber nicht gesund an. Da ist irgendwas kaputt. So, der Humushammer. Ja, klingt auch ganz gut. Nehmen wir den. Statt dem Chili-Zerspaner. Oh mein Gott, ja, ein Pflaumenkuchen oder was? Das erinnert mich an American Pie. Leute, das ist der American Pie. Oh Gott, okay, ich verliere gerade schon wieder viel zu viele Leben. Au, 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 au. Bitte, ich muss für das Video bitte bis ins Ende kommen. Das wäre ganz toll. Bisher ist das Spiel aber auf jeden Fall noch nicht allzu schwer, muss ich sagen. Also ich komme recht gut klar. Gleich beim ersten Try. Sagte er und stirbt eigentlich gerade. Aber beim nächsten Hit bin ich auf jeden Fall tot.
Oh, ein Glück, Leben. Schnell, kauf Leben. Schnell, noch mehr, noch mehr, noch mehr, bevor hier gleich Gegner kommen. Ah, okay. Mann, ey. Ein Glück war ich ein guter Lieferjunge und habe ganz viel Geld verdient. Hey, what the hell? Wieso sind hier so viele Spieleautomaten, die aber alle anscheinend kaputt sind? Was? Die Speisokalypse hat einfach alle Spieleautomaten der Welt kaputt gemacht? Nein! Bist du daran schuld? Du Krübel-Keks-Maul? Okay. Spüre meine OP-Waffe. Nein, sie ist nicht mehr OP. Doch, okay, sie ist immer noch OP. Alles klar. Da habe ich ja Glück. Diese fucking Waffe, Mann. Okay, komm, wir nutzen mal eine andere Waffe. Da-da-da-da! Damit die... Warte, irgendwie gucken noch mal, was da so kann. Ah ja, ah ja, cooler Keks. Bist du schon tot? Nee? Willst du noch mal zeigen, was du drauf hast? Nur damit wir mal sehen, was du überhaupt so kannst? Okay, er macht halt absolut gar nichts. Sieht aber auch cool aus und die Musik ist auch nice. Ja, gut, dann. Tschüss, komisches Viech. Das ist echt lächerlich. Oh, guck mal, die hätten hier sogar eine Relevanz gehabt. Die Spielautomaten. Die machen ja überall so Blitze und wenn man da reinläuft, dann verliert man bestimmt Leben. Vielleicht war das Einkaufszentrum. Und eines der teuersten Perks, die wir uns kaufen können, ist dieser Bahnbrecher, dass wir jetzt halt Feuer hinter uns machen, wenn wir ausweichen. Ich nutze dieses Ausweichen zwar nicht so wirklich häufig, aber vielleicht ja jetzt, wo ich es habe. Okay, die nächste Map ist in der Schule. Haribo! Das sind diese Haribo-Dinger, die in der Mitte mit Lakritz sind. Ja, ja, kennt man doch. Ich weiß leider auch von denen nicht die Namen. Haribo Fanofan. What is... Okay, keine Ahnung. Wackelpudding? Okay, wahrscheinlich Wackelpudding. Und was sind diese kleinen Viecher? Wahrscheinlich gar nichts. Oder? Doch, das muss doch auch irgendwas sein. Aber was? Man weiß es nicht. Und komische Spinnen. Süßigkeiten-Spinnen. Okay. Und Keksminen gibt's hier auch. Oh, da habe ich eine super Kill-Kombo gemacht. Weil ich 23 Viecher getötet habe, ohne Leben zu verlieren. Achso, stimmt. Ich habe völlig vergessen, dass wir jetzt so eine Feuerspur hinter uns machen. Okay, die bleibt aber nicht lange liegen. Das ist ja doof. Also die macht dann wirklich nur ziemlich akuten Schaden, wenn man gerade wirklich ausweichen muss und die Gegner viel zu nah an dran sind. Aber es hat mir zumindest eine Errungenschaft eingebracht, die wohl verbrannter Wackelpudding schmeckt. Oder angerösteter Wackelpudding. Habe ich auch nichts gegen. Frittierter Wackelpudding. Oh mein Gott, hat das schon mal jemand gemacht? Ich bin jetzt nicht wirklich gestorben, oder? Bin ich gestorben? Ich habe den Grillkoffer eingeschaltet, aber bin ich gestorben? Oh nein. Ein Törtchen ist in meinem Face explodiert. Das ist ja voll uncool. Aber wir haben neue Foodfighter freigeschalten. Aber wie gesagt, der Lieferjunge, den fand ich jetzt nicht so geil. Da fand ich den Bäcker auf jeden Fall besser, weil seine Superattacke viel besser war. Aber wir haben jetzt den Sushi-Meister freigeschaltet. Der hat Todesscheibchen als Special-Fähigkeit. Und er kann drei Messer gleichzeitig werfen. Okay, die Messer nutze ich jetzt nicht so häufig. Der Grillkoch hat den Feuerring als Spezialfähigkeit und hat Widerstand gegen Flammschaden. Okay, hab jetzt nicht so viele Dinger gesehen, die irgendwie Flammschaden machen, aber in Ordnung. Ja, aber das war's dann erstmal mit Nom Nom Apocalypse. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Gibt's seit dem 13. Februar übrigens für 11,59 € bei Steam. Oder bei Humble Bundle vielleicht auch. Wenn ja, dann verlinke ich euch das auf jeden Fall in die Beschreibung und ins i rein. Und dann würde ich sagen, wenn euch der Part gefallen hat, lasst ein Like da. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann lasst auch ein Like da. Oder nicht? Ich werde da noch ein paar zu bringen, weil ich möchte auf jeden Fall nochmal zeigen, wie die fünfte Ebene dann aussieht und wie der letzte Boss aussieht und ob sich hier irgendwas verändert. Ja, ansonsten, bis zum nächsten Mal. Und haut da rein. Tschüss.